Servus Leute, zurück zu Let's Play Tainted Grail. Wir befinden uns beim vorletzten Klasse. Wir haben noch zwei Klassen vor uns, den Beschwörer und den Scharfschützen. Und nachdem jetzt zwei OP-Klassen hinter uns sind, also Schütze und Bloodmage, glaube ich, waren es zuletzt, die ziemlich gut durchgerusht sind, gehen wir jetzt mal wieder back to the roots zu einer Klasse, wo ich schon am Anfang Schwierigkeiten hatte. Wo ich jetzt einfach versuche nochmal. Beschwörer. Der Beschwörer ist eigentlich der klassische von diesen. Oh, ich habe auch mal wieder auf höchster Schwierigkeit gespielt und die Schwierigkeit wieder weiter erhöht. Sehe aber immer noch keinen Sinn darin. So, der Beschwörer. Sie laden ihre ultimative Fähigkeit auf, indem sie Aktivierung aktivieren. Also. Sie müssen ihre Einheiten aktivieren oder selbstständig aktivieren. Während ja der Blutmagier zum Beispiel, da wurden sie ja immer aktiviert. War sehr angenehm. Können wir aber nicht durchziehen. Das kriegen wir nicht nochmal. Hier müssen wir uns selbst darum kümmern, dass sie sich aktivieren. Ich habe ja beim ersten Versuch gedacht, ich nehme den da, der ist als Tank immer gut geeignet. Ja, nein. Wie schon bei den anderen zwei Klassen haben wir festgestellt, dass Scheusal ist einfach OP. Tatsächlich kann ich mir beim Beschwörer am ehesten auch den Lindwurm vorstellen, weil der Beschwörer, der ist jemand, der hat am besten bloß eine Kreatur und die stopft er mit Sigilen stark voll und bufft sie und verteidigt sie, sowas in der Art. Und den Rest macht die Kreatur. Deswegen ist das Scheusal gar nicht mehr so schlecht. Und gegen Bosse ist der Lindwurm recht gut. Der ist recht gut, wenn man mal tanken muss. Und der Imp, den brauche ich tatsächlich gar nicht. Würde ich sagen. Was auch besonders bei ihm ist, jede Kreatur steigt nicht nur automatisch auf. Beim Blutmagier ist ja die auch automatisch befördert worden. Oder greift nicht automatisch an. Nein, noch schlimmer. Jede Kreatur, wenn sie gehittet wird, macht sie dem Beschwörer Schaden. Also, meh. Weiß nicht, der Beschwörer gefällt mir am wenigsten. Allerdings hat er natürlich auch den größten Damage-Output. In der Möglichkeit zumindest von allen, weil er kann sie nahezu unendlich buffen. Es gibt keine Begrenzung angeblich für die Beschwörungen. So. Obwohl ich schon wieder ein wenig durchgemacht habe. Und ich habe auch festgestellt, ich hatte die ganze Zeit eine Quest noch offen. Also ich musste mit ihm mal reden wegen dem imposanten Ritter. Diesem riesigen Ritter, der immer hungrig ist. Da ging es hier ein bisschen weiter. Und dann habe ich jetzt auch in der Wildnis einen Waffenmeister getroffen, der gesagt hat, hier den imposanten Ritter, den könnte man doch zu diesem verfluchten Broch-Gefängnis da stecken. Da hat er eine Aufgabe dann wieder. Da kümmert er sich drum. Aber ich soll ihm vorher einen Gefallen tun. Habe, glaube ich, dementsprechend auch eine Quest. Unsichtbare Sonne. Hatte ich einen Mann aufzuspüren, der eins ausgebildet hat. Dieser Mann wurde aus irgendeinem Grund eingesperrt. Den haben wir aus dem verfluchten Broch befreit und ich glaube, das ist der ausgehungerte Gefangene oder sowas, der ab und zu mal auftaucht. Tja, naja. Da geht's immer noch weiter, keine Ahnung. Und da geht's vielleicht weiter, wenn wir es was finden. So, tatsächlich, ich habe mich seit den letzten paar Runs in die Tierrune verliebt. Oh, ich bin auch schon nah dran, hier den Rüstungsplatz auch zu erweitern. Sehr geil, das könnten wir in diesen Runden auch machen. Eine Tier hätte ich gerne. Eine Tier und eine Kalk vielleicht. Nee, ich brauche tatsächlich keine Kalk. Oh, Tier. Tier nehme ich und eventuell nehme ich noch ein. Wobei, ich habe keine Zeit. Ich brauche keine legendäre Karte und ich habe keine Zeit für sowas. Für sowas haben wir echt keine Zeit. Also, Tierrune hier rein, wenn Maximum Damage. Einen Waffenplatz habe ich hier schon upgegradet. Ich habe das und das, ist alles gut. Ich brauche sonst nichts. Auf geht's. Alles andere, wenn ich genügend Reichtum habe, machen wir mehr. So, der dort oben ist lästiger. Schade, ist nicht das explosive Monster am Anfang da. Das ist mal angenehm am Anfang. So. Tja. Der
steht da und macht von sich aus nichts. Und ich erkenne auch nicht... Es sieht so aus, als würdest du den angreifen wollen. Ich sehe es aber nicht so genau. Bist du dem zugewandt? Wäre schön zu sehen, wen. Sieht man das irgendwo? Nein. Naja. Gut, die Sigile hier. Also Sigilen sind sowas wie Equipment für Kreaturen. Die bleiben auch normalerweise auf den Kreaturen, bis sie halt draufgehen. Ist ganz gut. Wir beschwören nichts extra, oder? Der wird stärker, wenn man ihn hittet. Das da ist einfach nur befördern. Also entweder einmal bei 4 Ladungen, zweimal bei 7 Ladungen und bei 9 Ladungen, was das Maximum ist, 3 Stufen. Nicht die brutalste Fähigkeit, da finde ich die anderen Fähigkeiten irgendwie cool, aber man sieht dabei, worauf es hinausläuft. Barriere auf mich. Befördern auf ihn, damit er stärker wird und mehr Damage austeilt. Draufhauen. Die Tierruine. Die Tierrune macht ihn bloß diese Runde stark. Und es ist gut, wenn er bloß den angreift. Mir macht er mehr Schaden von der Barriere weg, aber wenn er den angreift, kriegt der zwar ordentlich Schaden, aber ich krieg weniger. Der nächste Treffer verursacht. Wie wär's mit Nein? Wir beenden es jetzt. Ritual. Ritual. Und nochmal Ritual. Jawohl. Sehr schön. Ja. Umwandlung ist gar nicht mehr so schlecht. Für so Bosskämpfe ist es echt nicht schlecht. Aber am Anfang will ich das nicht. Ich will davon nichts. Das ist zu teuer. Tatsächlich würde die Strategie fahren, möglichst lang das Deck relativ klein zu halten und eher auf Befördern und Aktivierung am Anfang zu setzen. Außer ich kriege eine verbesserte Beschwörung von Lindwurm. Die würde ich nehmen. Oder eine OP-Beschwörung, wie zum Beispiel hier opfere TP, um einen Lindwurm und einen Alp gleichzeitig zu beschwören. Solche Sachen würde ich nehmen. Aber sonst würde ich tatsächlich den Alp irgendwann entfernen aus dem Deck. Das kann man gerne behalten, das Siegel. Das ist jetzt, das frisst kein Brot. Das Befördern, da gibt es bessere Beförderungen für eins. Gibt es auch eine doppelte Beförderung zum Beispiel. Solche Sachen würde ich dann eher bevorzugen. Sind tatsächlich alle recht gut. Aber ich nehme fokussierte Energie tatsächlich. Weil es wird relativ häufig vorkommen, dass ich jetzt am Anfang nur einen habe. Ich nehme die Rüstung. Am Anfang werde ich ein bisschen Leben verlieren. Und, hallo. Mittlerweile können wir es uns leisten. Da gönne ich mir einfach mal das... Moment, ich schaue mich hier gerade mal um. Was ist das dort vorne? Ach, das ist bloß ein Gegner. Ein Blutaltar. Bewaffneter Wanderer, der hat mich gebeten, den anderen zu suchen. Schauen wir mal. Vielleicht finde ich ihn ja. Da ist der Boss. Da ist der Boss. Wir machen noch den Minigegner und dann gehen wir wieder zurück. Tatsächlich, ich glaube, mir fehlt auch noch ein Ereignis hier in der Wirtnis. Dass da irgendwas Besonderes kommt. Moment, bist du nicht nochmal der Gegner? Ach, das ist doch lästig. Der schlimmste Gegner, den ich mir vorstellen kann gegen mich. Nächste Runde verliere Energie. Naja. Die Sigille. Dann kriegst du schon mal 50% mehr Damage. Tja. Ritual. Barriere auf mich. Und Ritual. Nächste Runde weniger Energie. Das ist schade. Macht nichts. Solange er den angreift, ist alles gut. Oh, noch eine Tierrune. Sehr gut. Und schon ist unser Damage-Output am Anfang sehr hoch. So, da drüben ist das, das, das. Okay. Hab nicht wirklich was erkannt, aber ich hab's behauptet. Sehr gut. So. Also, jetzt, ich habe nicht mal den Schatzboss gesehen. Den habe ich noch gar nicht entdeckt. Gehen wir erstmal darüber. Und fangen einfach
der Reihe nach an. Guten Tag, der Herr. Zwei Explosive und ein Angreifer. Na gut. Wir haben die erste Runde Damage. Eigentlich ist es das schade, diesen Damage oder die Zeit zu opfern für Beförderung. Aber hey, das zahlt sich aus. Ja, diesmal werde ich angegriffen. Ist das gut? Ja, es ist gut, weil wärst du auf den gegangen, hätte er mir mehr Schaden gemacht. Tatsächlich ist das dann eine feine Sache. Ihr seht, mit einem komme ich zurecht. Eine ist... Befördern und aktivieren ist eine gute... Ja gut, ich nehme eine verdoppelte oder eine bessere Tier. 75 mache ich zwar weniger Schaden jetzt aktuell, aber ich finde schon was Besseres. Okay, wir machen Max-TP. Im Idealfall brauche ich bald nicht mehr TP. Bewaffneter Wanderer... So. Einen zufälligen Upgraden? Ja, wenn der Zufall entscheidet, wer ist es dann? Los. Sehr gut. Also die Taktik geht für die ersten Gegner wunderbar auf. Und das Schöne ist, für die folgenden Gegner werden wir ja nur stärker. Mittlerweile. Mittlerweile habe ich ja einige Erweiterungen mehr gekauft, wodurch das Spiel deutlich leichter wird. Bitkarten vergessen. Ich habe zu viele Schrottkarten tatsächlich. Den Alp zum Beispiel. Den will ich eigentlich nie beschwören. Wüsste ich nicht, warum ich das machen sollte jemals. Die Forscherin. Ich habe dafür kein Geld. Hebe ich dich erstmal auf. Die Forscherin könnte mir einen Trank verkaufen. Das ist eine gute Sache, aber ich habe dafür keinen... Kein Money in the Bag. So. Befördern. Zufällig befördern. Welch ein Zufall. Was haben wir hier eigentlich? Ah, hätte ich vorher machen müssen. Und dann ist es schnell zu Ende. Ja, die Wirtkerze. Ist natürlich auch OP. Das ist... stark gegen Bosse, die auf Masse gehen. Viele Bosse gehen auf Masse, dann kriegen sie doppelten Schaden durch meinen. Das ist auch nicht schlecht. Wenn ich denn viel hätte. So, deine Diener werden nach 3 Runden Kampf automatisch befördert. Danach würden sie automatisch. Über den Wert um den... So eine Stufe Nummer 1. Ich glaube, das ist sehr nützlich. Auf Dauer. So, der Schaden ist erhöht. Oder will ich mehr Karten? Na, der Schaden ist erhöht. Wobei. Ich glaube, vielleicht ist das doch besser. Ich würde sowieso gegen ein Tier austauschen, sobald wie möglich. Okay. Hier müsste Geld sein. Ja, Geld. Ich brauche 200 für einen Trank. Und da würde ich den Trank nehmen, der Schaden erhöht. So, wir haben Befördern. Ein kontrolliertes, unkontrolliertes Befördern. Ritual. Ja, man muss einfach den Gegner nie zum Zug kommen lassen. Dann läuft es schon. So, ich habe so viel Geld. Das ist noch ein bisschen wenig. Der ausgehungerte Gefangene. Ist das nicht den ich suche für die Quest? Ich glaube, den suche ich für die Quest. Das ist doch hervorragend. Ah, Verursacher ist bei 200% Schaden. Das sollte das Ende bedeuten. Selbe Taktik wieder. Das. Und weg. Sehr schön. Auch sehr schön. Und die nächste Tier... Ah, der Damage Output ist wieder OP. Ja, genau. Ah, ich würde gern üben, aber die Quest. Seid ihr Cullen? Ein gewisser Mann hat mich beauftragt, euch aufzusuchen. Er schaut auf euch, überrascht und confused. Du kannst sehen, dass er etwas sagen will, aber er kann nicht.
He points to his open mouth. He opens his mouth and you realize that he has no tongue. He makes a begging gesture. He starts to imitate someone walking with a cane. He begs again. Neues Ziel. Tatsächlich, da habe ich extra im Wiki, also ich habe nachgeschaut im Wiki, was mir alles noch fehlt. Da habe ich nachgeschaut. Irgendeiner der Händler verkauft das mit einem Gehstock. Müssen wir mal. Du hast keinen Gehstock. Irgendein Händler hat, glaube ich, diese Zunge im Inventar. Da müssen wir uns mal umschauen. Generell, ich schaue bei manchen Händlern zu wenig rein. Es gibt zum Beispiel auch einen Händler, der Runen verkauft. Ist jetzt nicht das Schlimmste, da einzukaufen. Mache ich aber nie bisher. Immer noch wegen derselben Problematik. So, die Tierrune. Haut einfach rein. Schön, dass das Deck so klein ist. Da sind die Karten immer ziemlich ähnlich, die da droppen. Ist ziemlich ähnlich alles. So, das ist das. Das ist das. Das ist gut. Ich habe noch keine Heilungsmöglichkeit. Moment, das Risiko eingehen war doch nicht so nützlich, oder? Deswegen jagen wir einfach Nahrung. Vielleicht finden wir den imposanten Ritter wieder und können wir ihm Nahrung geben für cooles Zeug. Diesmal kein Random Buffer? Okay. Dann halt nicht. 1, 2. Nee. So sieht schon besser aus. 1, 2. Einer ist down. Okay, dann können wir uns ein bisschen Barrieren gönnen. So. Bisschen Fleisch. Das Fleisch können wir irgendwie wiederverwenden. So, ich habe genügend Geld für einen Trank. Dann kann ich auch zu der Tante gehen. Die mit mir im Lager nicht reden möchte. Im Dorf nicht reden möchte. Wir müssen noch die Meute besiegen vorher. Da habe ich nicht lang genug gewartet. Doch, habe ich. Ah, okay. Ich dachte, das ist okay. Betäube alle Gegner. Muss ich das? Kann ich befördern? Ich habe kein Befördern. Außer das natürlich. Muss besser ist als ein Befördern. Aber ich brauche auch nichts anderes. Ach, hervorragend. Tierrunen. Oh, okay. Inneres. Tatsächlich brauche ich mehr gute Aktivierung oder bessere Aktivierungskarten. Dann kann ich die Aktivierungskarten tatsächlich auch irgendwann loswerden. Aber der Hammerkopf, der ist eigentlich auch nicht schlecht. Der ist eigentlich auch nicht schlecht. Aber wir nehmen mal inneres Wissen. Wichtiger ist erstmal der Angriff. Juicy. Dass ich mit angreife. Gegenüber der Rüstung. Ja, ich glaube, dass ich mit 8 Schaden angreife, ist besser. Einen Drink. Ich hätte gerne Stärke. Einfach ein Damage mehr, der skaliert mit Beförderung wahrscheinlich. Sehr gut. Blut sammelt sich auch wieder an. Talg sowieso. Runensteinstaub ist das nächste richtige geile Upgrade. Wahrscheinlich werde ich nach diesem Gebiet das noch nicht nutzen können. Ah. Da komme ich nicht durch. Ich will noch nicht gegen den kämpfen. Ich fühle mich noch nicht sicher genug, tatsächlich. Das ist jetzt keine Klasse, wo ich mich sicher fühle, der Beschwörer. Mit dem Bogenschützen habe ich jetzt noch 2-3 Mal gespielt. Echt geil. Mit dem kann man echt sowas von durchrushen. Ich glaube, ich habe es geschafft, nicht mal eine halbe Stunde für einen Durchlauf zu brauchen mit dem. Ist richtig, richtig strong. Habt ihr beim letzten Mal ja schon gesehen, wie strong
Das ist ein guter Gegner für diese Fähigkeit, zwei zu hitten, weil der kriegt dann doppelten Schaden. Nee, Ritual. Gut. So. Kostenlose befördern. Nochmal befördern. Draufhauen. Ja. Zu Ende. Das ist eine wunderbare Sache, dieses. Herrlich. Ah, danke für die Passive. Jetzt gehen die Kerzen deutlich länger. Ich habe noch da ein paar Wirtkerzen und dann muss ich gegen den Schatzgegner. Hoffentlich gibt er mir einen Runensteinplatz. Aha, noch eine dritte Tierrune wäre geil. Die Rüstung reduzieren. Ja, why not? Kostenlose Barriere. Gönne ich mir. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann ich den Anfangsschaden bekomme, aber ich habe schon lange keinen Schaden mehr bekommen. So sieht's aus. Bisher habe ich noch nichts Gutes bekommen, tatsächlich, in Sachen von Fertigkeiten oder sonstigen. Ich carry mich gerade mit meinen Fähigkeiten durch. Also hätte ich nicht das Wissen und den extra Platz mit der Tierrune, dann wäre das schon viel zäher. Aber das kann mir den Run... Ja gut, doch, das wird mir den Run wahrscheinlich durchcarryen. Ich glaube, ich brauche da nicht viel anderes. Trotzdem, es gibt beim Beschwörer auch Fähigkeiten, die machen es noch angenehmer, eigentlich. Karten und Fähigkeiten. Ah, naja, eine kostenlose nehme ich doch jederzeit. Betäuben tue ich auch gerne alle. Ich überlege gerade, ob ich den Lind vom Verein spiele. Ist juicy, aber... Nein, danke. Da die zwei Runden hier nichts machen, kann ich auch einfach zuschlagen. Ah, Moment, der macht was. Das ist blöd. So kriege ich Schaden. Uncool. So, unkontrolliert weiter wachsen. Das Lustige ist, es wird auch immer riesiger. Der Wurm sieht auch geil aus, wenn er immer größer wird. Vielleicht sehen wir das noch. Zumindest bei Bossen nehme ich gerne den Lindwurm. Das war ein angenehmer Boss. Sehr angenehm. Und jawohl, ein Rüstungsplatz. Das Einzige, was ich vielleicht in Erwägung neben einem Rüstungsplatz gezogen hätte, wäre Plane Damage. So, was packen wir da rein? Rüstung, TP, Rüstung. Oh, TP. Dann kann ich mich mal heilen und dann... Ja... Okay, legendärer Kampf. Hier will ich einen Wurm haben. Einen großen Wurm. Gegen den will ich einen großen Wurm haben. Großer Wurm? 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 Ja, da. Sehr gut. Ich nehme... Der macht allen Schaden. Stun. In the name of love. So, eine kostenlose Barriere gönne ich mir. Unkontrolliert. Okay, der war. Wächst, naja. Eigentlich will ich, dass der zuschlägt. Weil der frisst auch die Rüstung von dem. Sehr schön. Wachse und gedeihe, mein Freund. Wachse und gedeihe. Und dann schlag zu. Wachse und gedeihe. Und dann schlag zu. Genau, haben wir nicht, dass mit jedem Upgrade mehr Rüstung zehrt? Das haben wir doch, oder? Ja. Deswegen wachse immer weiter und gedeihe immer weiter. Ja, das war der Richtige.
Das war jetzt nicht so prickelnd. Aber wir überleben es. Du wirst befördert. Normal angreifen. Das einzige Problematische ist, ich kann halt nicht konzentrieren, kontrollieren, wo er angreift. Aber hey, schaut euch die Größe an. Das macht doch nichts. Okay. Jawohl, ja. Auf mich. Angriff. Falscher Angreifer. Angriff. Okay, Riesenwurm hat Golem gefressen. Das ist doch eine schöne Sache. Da ist nichts dabei. Erhalte in jeder Runde einen befördernden Diener, der... Ja. Zweimal. Kräftigung. Das ist eine Verdopplung der Beförderung. Heißt, wenn ich einmal befördere, wird zweimal befördert. Wenn ich aber meine Ulti mit drei Ladungen mache, wird er nicht dreimal befördert, sondern sechsmal. Kräftigung finde ich gut. Und generell, doppeltes Befördern. Ein kostenloses Befördern zusätzlich gegen simple Gegner. Hier entferne ich tatsächlich lieber, weil ich habe sehr viele Schrottkarten im Deck. Sehr viele tatsächlich. Echt viele. Die Barrieren zum Beispiel, die brauche ich alle nicht. Also, vielleicht die eine oder andere, aber nee, eigentlich brauche ich sie nicht. Ihr seht, wir kommen gut durch. Das auf jeden Fall. Aber es ginge besser. Es gibt auf jeden Fall entspanntere Klassen. Aber man muss schon sagen, Beschwörer, ähnlich wie alle Beschwörerklassen. Wenn man einmal gecheckt hat, wie er funktioniert und nicht ein Golem am Anfang nimmt, sondern ein Angreifer wie das Scheuser und es mit Damage vollpumpt, dann geht es auch recht fix. Ja, aber er hat noch kein bisschen Potenzial entwickelt. Bisher profitiere ich tatsächlich nur davon, dass ich halt schon ein bisschen gespielt habe und einiges freigeschaltet habe. Ohne das wäre er gerade total schwach. Aber zum Glück habe ich das und mal schauen, in was für Richtung er sich noch bei den nächsten Fähigkeiten und ich sollte für das Geld vielleicht auch Sachen kaufen. Na, das machen wir beim nächsten Mal. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.